Sammelleidenschaften gibt es viele. Meist bleiben sie aber der Öffentlichkeit verborgen und in den eigenen vier Wänden versteckt. Nicht so in St. Valentin. Dort wurden Fotos gesammelt und zu einem Bildband zusammengestellt. Vom ehemaligen Berufsleben ist Johann Lischka schon viele Jahre eng mit dem Gemeinschaftsleben der Wirtschaftsvereine und Privatpersonen verbunden. Viele Geschichten und Situationen haben St. Valentin und seine Bewohner geprägt und bewegt. Damit Vergangenes nicht in Vergessenheit gerät, wurden Begebenheiten und Geschichtliches in einem Bildband festgehalten. Ja, ich war in der Kommunalpolitik 35 Jahre tätig und wie ich aufgehört habe, habe ich natürlich ein Hobby gebraucht und mir haben alle Bilder immer schon interessiert und dadurch habe ich dann das Sammeln angefangen und durch meinen Bekanntheitsgrad habe ich verhältnismäßig schnell viele Fotos bekommen. St. Valentin in alten Ansichten, Gewerbe anno dazumal, das Nibelungenwerk, das Bauernleben seinerzeit, Brauchtum und Pfarre sowie Schule und Vereine umschreiben die Kapitel des Buches. Gerade die jüngere Generation kann die damalige Zeit nur anhand der Fotos wieder auf- und weiterleben lassen. Nein, was der Herr Hans Lischka macht, finde ich schon sehr fantastisch. Aus Eigeninitiative und als Motor das zu machen, weil er, glaube ich, spürt, dass das wichtig ist, die Vermittlung von Geschichte. Und er hat diese Vermittlung über die Geschichte sozusagen gefunden, über diese Fotos. Weil die Vorträge waren der Impuls dafür, dass dieses Buch überhaupt entstehen hat können. Vorträge, die gefüllte Seele und eingeschobene Termine verzeichneten, waren die Meilensteine. 2006 fanden Ansichten, welche älter als 50 Jahre her sind, ihre öffentliche Uraufführung und sind mittlerweile im Buch verewigt. Ein Hobby mit einer Leidenschaft und Liebe zu St. Valentin, die nicht nur den Sammler fasziniert. Ja, es ist praktisch so, man kann das mit gar nichts vergleichen, was da für Herzblut dahinter steckt und mit wie viel Energie, in dem Fall der Lischka Hans, das alles gemacht hat, ein Wahnsinn. Und man kann das eigentlich mit Geld gar nicht aufwiegen, die vielen Stunden Tage und Nächte, die er da verbracht hat, damit das überhaupt entstanden ist. Also ich kann ihm nur von Herzen gratulieren, dass er das geschafft hat. Nicht nur in St. Valentins Familien und Haushalten wird dieses Buch aufgeschlagen werden. Ja, es geht weit über die Grenzen von St. Valentin hinaus. Ich weiß, dass dieses Buch nach Kanada gehen wird. Ich weiß, dass dieses Buch nach Australien gehen wird und nach Neuseeland. Die Valentiner sind eigentlich überall, also wie man das so vernimmt. Aber als Bürgermeister freut es mich natürlich, dass auch jene, die St. Valentin aus irgendwelchen Gründen verlassen haben, immer wieder an ihre Heimatstadt zurückdenken. Und das ist ja etwas ganz Schönes. Also dann hat St. Valentin nach wie vor oder schon damals oder auch jetzt ein Flair behalten, das aus der Erinnerung nicht zu streichen ist. Erzählungen von vergangenen Tagen bekamen somit wieder ihre visuelle Darstellung. Die Jugend kann Geschehenes verstehen und leichter nachvollziehen. Ich wollte sagen, dass mein Großonkel das heute gemacht hat, so ein Buch vorstellen. Und das hat mir voll gefallen, weil die Bilder waren cool. Und jetzt habe ich das erste Mal den Andorer, der Krieg geführt hat, gesehen. Ich glaube, dass 1000 Bücher verkauft werden. Vorträge standen am Anfang einer Reihe des Wiederauflebens der letzten Jahrzehnte St. Valentins. Das Buch St. Valentin anno dazumal fasst dies bleibend zusammen. Konzepte und nachfolgende Werke sind bereits in Planung. Dann werde ich mich im Spätherbst hinsetzen, um die nächsten Projekte für nächstes Jahr heute wieder vor einem Vortrag zu machen. Und zwar schwebt man da entweder vor die 60er Jahre in St. Valentin, weil das noch viel miterlebt haben. Oder es könnte auch sein, die Menschen in St. Valentin. Geschichte wieder aufleben lassen, um nicht in Vergessenheit zu geraten, ist das Ziel von Johann Lischka, denn Vergangenheit ist die Erkenntnis der Gegenwart.